7, hier erwähnt. Schnell. Die Anderson Squats waren nervig. Die werdet ihr, glaube ich, im nächsten Video dann sehen. Wir machen jetzt, oder wir zeigen euch jetzt von Anfang bis Ende, wie man es hinbekommt, seinen ersten Bar Muscle Up hinzukriegen. Nichtsdestotrotz, wenn ihr schon Bar Muscle Ups könnt, sind da definitiv Sachen mit dabei, die wir euch zeigen, die eure Muscle Ups effizienter machen. Der Kevin zum Beispiel hat, bevor er bei mir im Programming war, noch nie in seinem Leben Banded Lunge Flies gemacht. Was haben die bewirkt bei dir? Das tatsächlich, ich hatte vorher also immer das Problem, dass mein Lat nicht so gut ansteuern konnte, bewusst. Und gerade auch bei Muscle-Ups oder auch an der Langhantel beim Snatch oder beim Clean, dass ich den Lat nicht bewusst anspannen konnte. Und diese Lat-Flies über die Zeit, da merkt man halt, okay, dass man halt da aktiv den Lat ansteuern kann und den dann auch ausprägen kann. Und ja, du wirst halt in allem stärker, also nicht nur Gymnastics, sondern halt auch in allem anderen. Ja, vor allem für die Effizienz in solchen Gymnastics-Bewegungen ist es absolut essentiell wichtig und gut, sowas drauf zu haben. So, wir stehen hier, glaube ich, ganz gut. Perfekt. Bevor wir jetzt ins Detail gehen, so die Standardsachen, die jeder wirklich können müsste, Kevin zeigt sie trotzdem mal ganz kurz, sind so Sachen wie, einfach im Dead Hang, diese Hollow and Arch Kipping Bewegungen, sowas muss easy funktionieren. Genau. Dieses ganz normale Kippen, was ihr vielleicht schon aus eurem Kurs kennt, das sollte funktionieren. Wichtig als zweites, strikte Pull-Ups, und zwar schön mit den Zehen vor dem Körper. Kevin zeigt es euch einmal. Und nach oben und wieder runter und nach oben. Es gibt jetzt keine Wunderzahl, ihr müsst 15 Stück können, dann könnt ihr ganz sicher einen Bar Muscle Up, weil ganz oft können Leute viele strikte Pull-Ups, kriegen das Momentum aber nicht hin, das Ganze umzuwandeln in einen freien Flug, um nach oben zu kommen. Nichtsdestotrotz solltet ihr bitte saubere 5 Pull-Ups hinbekommen, sowohl Mann als auch Frau. Bitte übt das vorher, weil das schon, auch gerade wenn ihr runtergeht, intensiv auf die Schulter geht. So, ich würde sagen, wir fangen direkt an mit der ersten Übung, die ihr einbauen könnt, die euch für alle Gymnastics-Bewegungen, wo ihr ein Kipping-Movement mit drin habt, gebrauchen könnt. Das sind die sogenannten Banded Lat Flies. Bevor wir dann ins Detail gehen für die Technik des Bar Muscle Up. Bitzeler Röver. Für den kleinen Kevin noch ein Drittel helfen. Sonst kam ich Standard rein. Wichtig ist, es geht hier nicht darum, ein Band zu nehmen, was leicht ist oder wenig Zug hat, damit ihr schon maximal arbeiten könnt, sondern nehmt wirklich ein Band, wo ihr viele Wiederholungen machen könnt. Ziel ist es jetzt hier, dass dass die Hüfte sich ganz leicht beugt, dass ich hier ungefähr ein, so 4 bis 5 Hände Abstand habe zwischen dem Oberkörper und dem Band. Und von hier zieht sich der Kevin jetzt nach hinten und dann geht es vorne wieder runter. Vor, zurück, vor, zurück. Achtet ganz genau drauf, wie hier seine Hüfte sich nicht beugt. Mach mal bitte mit diesem Kipper, dass du wirklich nach hinten gehst. Genau, und dann ziehen, ziehen. Das ist nicht das Ziel. Wir wollen maximal nach oben rausziehen. Zieh dich nochmal nach oben raus und hinter. Und hoch. Und hoch. Und hoch. Jetzt muss hier der Lat arbeiten. 3 bis 5 Sätze, wirklich 10 bis 15 Wiederholungen. Das hilft euch, dass ihr ausdauernd den Lat reinbekommt und am Ende des Tages das Ganze umwandeln könnt für eure ganzen Kipping-Bewegungen. Und nicht unterschätzen, das ist auch das Gummiband, was wir sonst im Training nehmen. Also so ein dickes grünes ist für Geübte, also das ist auch unser Gummiband, ne? Also ihr müsst da nicht, wer weiß, wie dünn gehen. Ja, ich würde euch jetzt ganz gerne einmal unterschiedlichste Bar Muscle Ups zeigen. Es gibt die Bar Muscle Ups, wo der Kandidat etwas von hinten in die Stange reinspringt und etwas turnkipplastiger den ganzen Kipp macht. Das sieht folgendermaßen aus. Ich stehe dahinter, spring rein, lass mich durchspringen und gehe dann von hier extrem schnell nach oben. Es sah jetzt sehr schnell und explosiv aus. Dann gibt es aber noch die Muscle Ups, wo der Athlet viel weiter unter der Stange steht und gar nicht erst in diesen Kipping reingeht und dann etwas mehr so auf Bauchnabelhöhe das Ganze fängt. Zack. Und wieder hoch. Sehr gut. Wie ihr gesehen habt, da ist nicht viel Bewegung mit dem Oberkörper nach vorne und nach hinten möglich. Das sind zwei unterschiedliche Bar Muscle Ups. Dieser Bar Muscle Up ist tendenziell schwerer zu lernen, weil man hier sehr viel mit Kraft arbeiten kann. Es gibt natürlich auch noch die Minimal Kip Bar Muscle Ups. Das heißt, ich hänge hier drinnen und ziehe mich hier eigentlich nur bis auf die Brust, drücke mich dann raus, den lassen wir jetzt hier außen vor, brauchen wir nicht. Wir gucken uns den Turner-Kip-Bar-Muscle-Up an. Dazu zeige ich euch jetzt einmal einen Drill, der sehr gut ist, damit ihr lernt, was bedeutet es überhaupt erstmal zu schwingen. Es war gerade mal wieder interessant zu sehen. Der Kevin macht einfach grundsätzlich komplett andere Bar Muscle Ups wie ich. Und ich habe ihn jetzt, weil ich nicht die ganze Zeit im Video zu sehen sein möchte, ihn als Model nehme. Er hat es einfach nicht hingekriegt, weil er es so nie gelernt hat. Deswegen zeige ich euch jetzt 2 Stufen. Wie lernt man den Kipp? Stufe 1 ist,
ihr nehmt euch hier eine Bank. Wenn ihr auf der Bank steht, solltet ihr mit dem Kopf immer noch unterhalb der Stange sein. Ihr solltet so weit weggehen, dass wenn ihr die Fingerspitzen ausstreckt, hier gerade so die Stange berührt, dann nehmt gerne eure Grips wieder hin. Und von hier springe ich jetzt rein, gehe sofort mit den Füßen nach vorne in diese Position, lasst mich erstmal durchschwingen, ja? Lasst mich von der Erdanziehungskraft runterziehen, bis ich im Arsch drinnen hänge und danach beuge ich die Füße und mache so eine Art Toast-to-Bahn. Das heißt, von hier springe ich jetzt rein, die Füße sind vorne, Streckung und dann hier. Wie ihr gesehen habt, geht mein Körper erstmal vor und dann extrem weit nach hinten. Ja? Das ist das, was wir möchten und das ist das, was ihr auch mit dem Latt ansteuern sollt. Und zwar Latt. Ja? Jetzt schiebe ich mit dem Latt komplett, wie ich es gelernt habe, aus dem Bandit Lattfleisch nach hinten und bin eigentlich schon fast mit meinem Kopf überhalb der Stange und im nächsten Schritt kommt dann die Hüftstreckung. Um das Ganze einen Tick schwerer zu machen, ich empfehle aber auch ganz oft, zum Beispiel meiner Schwester habe ich es auch so beigebracht, dass sie am Anfang im Workout sich auch immer noch erstmal noch eine Box hinstellt, aber wenn ihr es irgendwann vom Boden machen wollt, geht es genau gleich, ihr müsst bloß einen Stemmschritt machen, hochspringen und dann in die gleiche Bewegung rein, zack, hin und hoch. Auch hier wieder Lattaktivierung, um nach oben zu kommen. Nächste Übung, machen einen kurzen Cut. So, nächster Teil, Banded Bar Muscle Ups. Wir nehmen die Bänder links, rechts, über Kreuz, sodass sie sich hier kreuzen, rechte Seite auf den linken Fuß, linke Seite auf den rechten Fuß. Schaut euch mal bitte dieses Slow-Mo von mir an. In einem normalen Bar Muscle Up habe ich eine extreme Hüftstreckung, die seht ihr genau jetzt. Und das üben wir mit den Banded Bar Muscle Ups. Wir machen zwei Lat-Flies, lassen die Hüfte gebeugt und dann im dritten kicken wir die Hüfte nach oben und landen im Bar Muscle Up. Sieht folgendermaßen aus. Zack. Hüfte ist leicht gebeugt, wie ihr hier seht. Und jetzt kommt dann hinten raus. Zack. Eine Hüftstreckung. Wir versuchen die Stange an die Hüfte zu bekommen, also zwischen Hüfte und Brustnippel, in dem Bereich die Stange an den Körper hinzubringen. Und dann sind wir oben im Bar Muscle Up. So, damit ihr lernt, wie sich das anfühlt und ihr da noch nicht so ganz klarkommt, könnt ihr euch auch noch mal einen Trainingspartner bitte zuholen, der euch ein bisschen hilft, im Banded Lattfly, euch noch ein bisschen mehr mit rauszuschieben. Wir machen jetzt zwei Stück, ich schiebe mit und beim dritten schiebe ich auch mit. Dann drückt der Kevin explosiv die Hüfte durch und ist dann oben im Bar Muscle Up. Er kommt runter, haben wir ein Handy hin, dann machen wir eins, zwei Hüfte ist gebeugt und drei. Genau. Und ich habe einen leichten Schub mitgegeben, einfach, dass er dann die Möglichkeit hat, mit der schnellen Hüftstreckung hier reinzukommen. Wir hauen mit ganz viel Wissen um uns. Ich empfehle euch, Banded Lattflies 2, 3, 4 Mal die Woche, 3 bis 4 Sätze, 10 bis 15 Wiederholungen. Banded Bar Muscle Ups, auch ganz viele. Erstmal mit dickeren Bändern anfangen, dann hier gerne auf die roten runtergehen. Und dann macht ihr Folgendes, ihr geht wieder zurück auf die Bank. Wir haben vorhin doch geübt, hier rein, durch, hinterschwingen. Ja? Und anstatt, dass wir jetzt extrem hinterschwingen, kommt, sobald ihr mit dem Arm nach hinten schiebt, ich zeige euch das auch nochmal in Zeitlupe. In der Zeitlupe seht ihr jetzt, wie ich nach hinten gehe. Ich warte gar nicht, bis die Füße die Stange oben berühren und mache dann eine explosive Hüftstreckung und lande oben im Bar Muscle Up. Jetzt einmal ohne Zeitlupe, ich gehe hier rein, Füße gehen hinter und dann bin ich hier sofort oben im Bar Muscle Up Bein. Boom, ich meine Hüfte strecke und das ist essentiell wichtig, dass ihr das lernt. Die letzte Übung, die wir dazu machen, Kevin, holen Sie bitte noch eine PVC-Star. Also, ui. Nächste Übung. Ganz oft machen die Leute die Übung ohne eine Bank. Warum nehme ich eine Bank mit dazu? Liegt einfach daran, dass wir im Bar Muscle Up, wie ihr es ja vorhin gesehen habt, versuchen möchten, die Beine so gestreckt wie möglich zu halten, um eine schöne aktivierte Kette zu haben. Ihr packt euch eine Bank, geht hier mit den Fersen drauf. Am besten habt ihr noch jemanden, der euch die Bank festhält oder ihr legt noch eine Gewichtsscheibe drauf. Die Beine sind jetzt hier, darfst du noch etwas mehr strecken, Kevin? Genau. Die Beine sind jetzt hier fast gestreckt. Wir haben trotzdem einen Knick hier in der Hüfte. Wir haben dieses Band hier oben und machen jetzt einen Lat-Pull mit einer Hüftaktivierung gleichzeitig. Und boom, zurück. Und zack. Und zack. Wie ihr seht, geh mal, kannst du die obere Position mal halten. Ja, hier, Lat ist maximal aktiviert und die hintere Kette ist auch aktiviert. Und das, wenn ich das jetzt umdrehen würde, ist wie wenn er hoch in dem High-Catch Bar Muscle Up landen würde. Die Dilfe haben. Beim raus. Wenn ihr wollt, dass euer Gym-Owner euch hasst, macht ihr genau das. Und wenn ihr das alles geübt habt, also, erster Punkt, die Arch and Hollow, Basics. Pull-Ups, Basics. Nächster Schritt. Banded Lattflies so viele wie geht. Kombiniert sie am besten gleich mit Triceps Extension, Bizeps Curls und als im Accessory Part.
und Pull-Ups. Dann im nächsten Schritt auf die Bank reinschwingen, Füße hinterbringen und lernen, sich nach hinten zu ziehen, um die Hüfte zu aktivieren. Und dann im nächsten Schritt Banded Bar Muscle Ups. Falls ihr da noch ein bisschen Support braucht, Banded Bar Muscle Ups mit Support vom Kollegen. Dann als zweites Accessory-Teil hier das mit den Bändern und den Lat-Aktivierungen. Und dann im letzten Schritt bauen wir alles zusammen. Wir stehen hinten dran, schwingen uns durch, aktivieren alles vom Boden weg und machen einen Bar Muscle Up. Sieht so aus. Reinspringen, zack. Und dann sind wir oben. Kevin. Schön. Möchten Sie noch den Leuten was auf den Weg geben? Jetzt dürfen wir einen Schritt näher kommen. Da sind Sie nicht so weit weg. Ja, eine Sache, die mir noch aufgefallen ist, was man noch ansprechen kann. Viele Leute beim Bar Muscle Up denken immer darüber nach, über den Dip schon, über das Rausdrücken. Das Rausdrücken ist letztendlich, wenn ihr eine Patricks-Art von, sagen wir mal, von dem Bar Muscle Up mit diesem Turner-Style macht, müsst ihr euch da gar keine Gedanken drüber machen, weil ihr den komplett überspringt, weil ihr so eine gute Hüftstreckung habt, dass ihr oben direkt landet. Macht ihr meine Variante, ist auch das. Das letzte Problem, was ihr braucht, wichtig ist erstmal drauf zu kommen, euch rauszudrücken. Darüber braucht ihr euch keine Gedanken machen. Also wichtig ist, macht euch darüber keine Gedanken. Rausdrücken kriegt immer. Wie am Dancefloor, wenn man einmal am Boden liegt, dann könnt ihr immer. Das war's, oder? Das war's. Yay! Wir versuchen jetzt ab sofort öfter mal so längere Tutorial-Videos reinbringen. Ich habe keine Ahnung, wie lange das jetzt am Ende wird. Ich glaube, wir haben fast 30 Minuten aufgenommen. Was es am Ende wird, weiß ich nicht. Wenn euch sowas gefällt, Daumen hoch. Euer Weg zum ersten Bar Muscle Up. Taggt uns gerne, wenn ihr damit euren ersten Bar Muscle Up hinbekommt. Es gibt unterschiedliche Arten. Das hier war eher der Turner-Kipplastige Bar Muscle Up. Wünsche ich euch hier viel Spaß und eine schöne Sonntagwoche, wann auch immer ihr das guckt.